Es gibt eine offizielle Darstellung. Der Innenminister in aufopferungsvoller Hingabe an sein Amt fährt mitten in Wahlkampfzeiten von Polizeiposten zu Polizeiposten, kreuz und quer durch Kärnten, um dort die Beamten und Beamtinnen aufzumuntern und zu unterstützen. Die offizielle Version sagt, kurz vor dem nämlichen Unfall war er in Deutschgriffen, um dort eine Polizeiinspektion zu besuchen. Die offizielle Version des Innenministeriums hat wie üblich nichts mit der Wahrheit zu tun. Der Innenminister war bei einer Feier des Bürgermeisters in Deutschgriffen und war auf Wahlkampftour durch Kärnten. Sein nächstes Ziel wäre das Wiesnfest in St. Veit gewesen. Das Wiesnfest in St. Veit ist keine Veranstaltung des Innenministeriums und dient nicht in erster Linie Zwecken der Exekutive. Das ist eine klassische Wahlkampftour. So, mir geht es nicht darum, jetzt einen Unfall, der bedauerlicherweise im Rahmen einer Wahlkampffahrt passiert ist, aufzuklären. Das steht mir nicht zu. Ich werde das auch nicht kommentieren. Ich kommentiere aber was anderes. In dem Cobra-Auto direkt hinter dem Innenminister, und das war der zweite Unfall dieser Art und nicht der erste, in dem Cobra-Auto direkt hinter dem Auto des Innenministers sind drei Cobra-Beamte gesessen. Drei Cobra-Beamte sind 12 Vollzeitäquivalente von Cobra-Beamten, von einer Einheit, die nicht dazu ausgebildet wird und finanziert wird, und das sind teure, weil hochqualifizierte Beamte des Innenministeriums, um Wahlkampffahrten des ÖVP-Spitzenkandidaten in Niederösterreich zu begleiten. Das ist nicht Aufgabe der Cobra. Die Cobra ist keine Wahlkampfschutzeinheit für einen wahlkämpfenden ÖVP-Spitzenkandidaten aus Niederösterreich. Der Wagen davor war natürlich der Dienstwagen des Innenministers mit Dienstchauffeur und so weiter. Und das ist die erste Frage, die sich stellt, und damit komme ich schon in das zentrale Thema der Pressekonferenz und zu wesentlich wichtigeren Punkten. Wir leben in Österreich in einem Parteienstaat, in dem Politiker von SPÖ, ÖVP und FPÖ völlig auf den entscheidenden Unterschied zwischen öffentlich und privat und zwischen Staat und Partei vergessen haben. Innenminister wie der Herr Sobotka glauben, alles, was im Innenministerium ist, gehört mir und ich kann damit tun, was ich will. Wenn ich damit auf Wahlkampf fahre, ist das genauso okay, wie wenn ich damit meine Aufgaben als Innenminister erledige. Nur kleiner ergänzender sachlicher Hinweis. Natürlich hat der Innenminister das Recht, mit dem Dienstwagen zu Polizeiinspektionen zu fahren. Er ist sogar dazu verpflichtet, damit er sich vor Ort ein Bild macht. Aber im Dienstplan des Innenministeriums steht kein einziger dienstlicher Termin des Innenministers am gesamten Wochenende. Bei der Polizeidirektion, bei der Landespolizeidirektion Kärnten gibt es keinen einzigen offiziellen Termin des Innenministers am ganzen Wochenende. Glauben Sie mal, ich habe mir alle Terminkalender im Innenministerium und auch in Klagenfurt genau berichten lassen. Da gibt es nur Wahlkampf. Und da gibt es einfach ein fehlendes Bewusstsein darüber, was gehört der Partei und was gehört der Republik Österreich. Und damit sind wir in dem Schlüsselbereich. Und der Schlüsselbereich heißt für mich das Silberstein-Phänomen. Und das Silberstein-Phänomen lautet ganz einfach: Wenn ich nichts Besseres machen kann, mache ich die anderen schlechter. Das ist die Kerngeschichte von Silberstein und das hat eine Voraussetzung. Dass die Parteien in Österreich, die traditionellen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ, Zugang zu Ressourcen in einem Ausmaß haben, das geradezu nach Missbrauch schreit. Eine viel zu hohe Parteienfinanzierung, und damit komme ich zum vierten Punkt, ich fange von hinten an, eine viel zu hohe Parteienfinanzierung in dieser Republik führt dazu, dass Parteien im Geld schwimmen und auf solche Ideen kommen, wie Silberstein mit gewaltigen Summen zu finanzieren, weil sie genug Geld haben, um in Schmutz investieren zu können. Und deswegen lautet unsere erste Forderung, und es geht um konkrete Veränderung: Halbierung der Parteienfinanzierung. Bitte Vorsicht, nicht der Clubfinanzierung,
weil ich sehr dafür bin, aus genauen persönlichen Erfahrungen die Clubfinanzierung sogar in einzelnen Bereichen auszubauen durch besondere rechtliche Kompetenzen in Clubs. Aber es geht um 142 Millionen Euro jährlich. Das sind 22,20 Euro, nur reine Parteienfinanzierung pro Stimme, die abgegeben wird. Das ist Luxusparteienfinanzierung und wer das nicht halbiert, riskiert nach wie vor die Silbersteins dieser Republik zu finanzieren. Damit komme ich zum ersten Punkt. Das ist die Frage des Umgangs mit illegaler Parteienfinanzierung. Sie haben im Parteiengesetz genau beschrieben, was illegale Parteienfinanzierung ist. Ich wiederhole das jetzt nicht im Detail. Und Sie haben lächerliche Geldstrafbestimmungen, wenn jemand bei illegaler Parteienfinanzierung erwischt wird. Wenn es die falschen Spender sind, wenn es öffentliche Unternehmen sind und. Wenn es anonyme Spenden sind und alles, was heute verboten ist im Parteiengesetz. Ich weiß aus Erfahrung mit SPÖ, ÖVP und FPÖ, das System funktioniert nur, wenn es persönliche Strafbestimmungen für illegale Parteienfinanzierung gibt. Wenn diejenigen, die in den Parteien das organisieren, auch riskieren, Haftstrafen antreten zu müssen. Das ist das Einzige, was funktioniert. Alles andere ist zum Vergessen. Der zweite Punkt, hier Punkt 2, jetzt in meiner Aufzählung Punkt 3, sind Spenden, Meldepflicht und Verbot. Da geht es schlicht und einfach darum, dass wir sagen, na, wenn es eine öffentliche Parteienfinanzierung gibt, dann hat die einen Sinn. Und der Sinn ist schlicht und einfach, dass wir dadurch Parteien nicht von Großspendern abhängig machen. Überall in der demokratischen Welt haben wir öffentliche Parteienfinanzierung, damit Parteien nicht zu Konzernen und reichen Spendern betteln gehen müssen und dann abhängig werden. Das ist eine Voraussetzung für Unabhängigkeit, genauso wie die Presseförderung gedacht ist als eine Voraussetzung für journalistische Unabhängigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass Großspenden dort verboten werden, wo Parteien bereits Parteienfinanzierung beziehen. Und wir haben das ganz klar gemacht. Wenn Parteien oder Listen noch keine Parteienfinanzierung beziehen und völlig ausgeschlossen sind von diesen gesamten Systemen, dann kann es notwendig sein, dass sie in äußerst transparenter Art und Weise auch größere Spenden aufbringen, weil sie sonst schlicht und einfach keine Chance haben. In dem Moment, wo etwa unsere Liste ins Parlament einzieht und Parteienfinanzierung erhält, wären Großspenden wie auch die Spende meines Freundes Alfred Noll schlicht und einfach nicht mehr zulässig. Und so schaut ein sauberes System aus. Meiner Meinung nach der wichtigste und wirklich neue Punkt, und deswegen sitzt auch Alfred Noll neben mir, ist der Punkt 3, der vierte in meiner Aufzählung ist, Maßnahmen gegen Parteibuchwirtschaft. Es ist kein Naturgesetz, dass es Parteibuchwirtschaft nicht nur im Innenministerium gibt. Wenn Sie heute ins Innenministerium gehen, dann sitzen an den entscheidenden Stellen dieses Ministeriums bis zur Spitze des Bundeskriminalamtes, quer durch den Verfassungsschutz, alle Sektionen, die meisten Abteilungen, wandelnde Parteibücher. Sie sehen bei den Spitzenbeamten des Innenministeriums, dass sie ausschließlich der ÖVP und nicht mehr der Republik Österreich verpflichtet sind. Sie sehen das tagtäglich an den Handlungen dieser Beamten zum Nachteil der Republik und zum Vorteil der österreichischen Volkspartei. Dieses System kann geändert werden. Wir haben das lang miteinander diskutiert, was eine wirklich intelligente und praktikable Lösung sein kann. Und diese Lösung wird Ihnen Alfred Noll, er hat sie erarbeitet, jetzt auch vorstellen. Bitte. Ich stelle nur die Mikrofone um. Ja, schönen guten Morgen. Parteibuchwirtschaft ist ein Wort, von dem alle wissen, dass es einen realen Sachverhalt beschreibt. Aber es ist gar nicht leicht juristisch, das so zu formulieren und zu konfigurieren, dass daraus etwas Realistisches und auch Handhabbares für die Justiz wird. Unser Gedanke ist folgender. Die Bevorzugung von Parteimitgliedern heißt zunächst immer, dass andere Bewerberinnen und Bewerber diskriminiert werden. Das heißt, uns geht es zunächst einmal um etwas, was in der österreichischen Rechtsordnung seit vielen, vielen Jahren anerkannt ist. Es geht uns um Diskriminierungsschutz. Sie wissen, es gibt das Bundesgleichbehandlungsgesetz, das für alle Dienstverhältnisse, für Beförderungen und alles, was damit zusammenhängt, einen Diskriminierungsschutz
von Frauen, von Menschen mit Religion, bestimmter Weltanschauung und Ähnliches enthält. Unser erster Schritt ist, dass wir ins Bundesgleichbehandlungsgesetz, und zwar in Paragraphen 13, ganz ausdrücklich auch aufnehmen, dass nicht aufgrund der Zugehörigkeit bzw. der Nichtzugehörigkeit zu einer politischen Partei diskriminiert werden darf. Das ist der erste Schritt. Dort ist jetzt ein Diskriminierungsverbot für Religion und Weltanschauung drinnen. Dort muss explizit gemacht werden, dass auch Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer politischen Partei verboten ist. Das allein reicht aber nicht, sondern wir wollen tatsächlich ein strafrechtlich pönalisiertes Verbot der Diskriminierung, und wir schlagen deshalb, Sie finden das in der Unterlage für diese Pressekonferenz, einen neuen Paragraphen 309a im Strafgesetzbuch vor, der explizit die parteipolitisch motivierte Diskriminierung unter Strafe stellt. Juristische Dinge sind schwer zu erklären, sie sind noch schwerer auf einem Niveau plausibel zu machen, der leicht verständlich ist. Wenn Sie sich diesen Formulierungsvorschlag anschauen, wie er auf der letzten Seite unserer Unterlage auch abgedruckt ist, dann wird unserer Ansicht nach in Zukunft, wenn wir damit andere Parteien als Bündnispartner im Parlament finden, die parteipolitisch motivierte Diskriminierung anderer unter Strafe gestellt. Wir stellen hier eine Verknüpfung dann zum Gleichbehandlungsgesetz her. Und immer dann, wenn durch eine parteipolitische Bevorzugung bewirkt wird, dass einer bestimmten Person ein Amt übertragen, mit dieser Person ein Dienstverhältnis eingegangen oder dieser Person ein Auftrag erteilt wird und das jeweils nicht aufgrund der Spezifik der einzelnen Tätigkeit oder des Aufgabenbereichs notwendig und mit ethischen Werten auch vertretbar ist, dann soll hier tatsächlich ein Strafverfahren stattfinden. Wie in anderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches stellen wir hier ab auf Wissentlichkeit. Das heißt, es muss hier, wie zum Beispiel bei der Untreue oder auch bei der Geldwäsche, der Nachweis erbracht werden, vom Staatsanwalt klarerweise, dass hier etwas vorliegt, was bezweckt, was beabsichtigt war. Das heißt, dieser Nachweis ist nicht leicht zu führen. Das ist aber ein Problem, das wir im Strafrecht bei allen Wissentlichkeitsdelikten haben, eben zum Beispiel bei der Untreue oder auch bei der Geldwäsche. Ich meine, dass das handhabbar ist und erfahrungsgemäß in Österreich, auch wenn man skeptisch gegenüber der ständigen Vermehrung von Gesetzen und einzelnen Strafbestimmungen ist, ist dies in Österreich, wie die letzten Jahre, aber insbesondere auch dieser Wahlkampf gezeigt hat, notwendig, das strafrechtlich zu pönalisieren. Mit drei abschließenden Worten: Parteibuchwirtschaft heißt nicht nur Bevorzugung der eigenen Leute, sondern, was viel schlimmer ist, und das ist eigentlich das Tragische für die Republik, es bedeutet immer auch eine Diskriminierung derjenigen, die sachlich, fachlich, menschlich Qualifikation haben, aber nur weil sie das Pech haben, nicht in der richtigen Partei zu sein, dann nicht zum Zug kommen. Und damit muss es ein Ende finden. Gut. Ich muss an diesem Punkt zum Glück nicht übermäßig viel zusammenfassen. Die Geschichte ist klar. Mir ist nur eines wichtig. Wenn es uns gelingt, dieses Paket durchzusetzen, und es ist allerhöchste Zeit, dass führende Politiker und Politikerinnen von SPÖ, ÖVP und FPÖ im Stammbuch nachlesen können, wenn ich weiter illegale Parteienfinanzierung betreibe, wenn ich weiter Parteibuchwirtschaft in Ministerien oder Ämtern oder öffentlichen Unternehmen betreibe, dann hat das zur Folge, dass ich Gefängnisstrafen riskiere. Unter diesen Gefängnisstrafen, im Schnitt wird das ein Jahr Strafdrohung sein, ohne diese Gefängnisstrafen geht schlicht und einfach nichts. Bestimmte Politiker und Politikerinnen sind in dieser Republik leider nur lernfähig, wenn am Ende eines bestimmten illegalen Weges auch die Möglichkeit der Gefängnisstrafe steht. Das ist der Punkt, um den geht's und den versuchen wir klarzumachen. Und das wird die Nagelprobe.
wenn wir diese Republik silbersteinfrei machen wollen. Und es ist mir ein ganz großes Ziel in der Politik, Österreich silbersteinfrei zu machen. Und mir ist völlig egal, ob das rote Silberstein, schwarze Silberstein oder blaue Silberstein oder von mir aus auch türkis gestreifte Silberstein sind. Wenn wir Österreich silbersteinfrei machen wollen, dann müssen wir klare Strafbestimmungen und Gefängnisstrafen in die Gesetze gegen den Parteienstaat reinschreiben. Es gibt keine Alternative dazu. Es muss allen klar sein, wer Gesetze verletzt, geht sitzen. Sonst funktioniert ein neues System nicht und hat ein neues System keine Chance. So, das wollte ich Ihnen nur kurz mitteilen. Ich werde diese Woche noch ein paar Mal versuchen, trotz Silberstein ein bis zwei große sachliche Themen in den Mittelpunkt des Wahlkampffinales zu stellen. Wir werden mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt einmal, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte darum. Ja. Erstens die Parteienfinanzierung, und zwar ausschließlich die Parteienfinanzierung, die etwa 142 Millionen Euro pro Jahr beträgt, soll halbiert werden, richtig. Das ist ein Gesetzesbeschluss. Und zweitens, die Großspender sollen für Parteien oder Listen, die Parteienfinanzierung beziehen, radikal beschränkt werden. Nein. Das ist eine Frage der Höhe der Spenden. 10.000 maximale Spende und ab 5.000 absolute Offenlegungspflicht. Wir haben bis jetzt wesentlich höhere Grenzen und wenn wir auf 10.000 runtergehen, dann sind wir in einem, wenn man so will, politisch verträglichen Bereich. Bei einer Spende bis zu 10.000 Euro entsteht mit größter Wahrscheinlichkeit noch keine politische Abhängigkeit vom Spender. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, da kann man ja gleich die ÖVP auflösen, das ist ja der einfachere Weg. Vielleicht nur juristisch. Dirty Campaigning bezieht sich einerseits darauf, dass etwas Wahlkampfnahes oder Wahlkampfaffines falsch verbreitet wird. Da haben wir jetzt schon die entsprechenden Strafbestimmungen, sei es üble Nachrede oder sei es die zivilrechtlichen Möglichkeiten der Kreditschädigungsklage und Zivilklage auf Unterlassung. Dort gibt es die Möglichkeiten einstweiliger Verfügungen und die Gerichte reagieren hier sehr schnell. Das Dirty Campaigning, wovon ja keiner weiß, was das juristisch jetzt genau heißt, ja, ist, wenn man es in juristische Terminologie übersetzt, all das, was durch unsere Gesetze jetzt auch schon möglich ist. Der entscheidende Paragraph, der sich auf Wahlen bezieht und der sagt, dass die Verbreitung falscher Nachrichten dann zu bestrafen ist, wenn sich's nicht mehr aufklären lässt, stammt aus einer Zeit, wo es kein Social Web, kein Internet und gar nichts anderes gibt. Tatsächlich lässt sich heutzutage alles aufklären, klarerweise vor der Wahl. Und die aus Dirty Campaigning resultierenden Image-Schäden und so weiter, die sollte man mit dem vorhandenen Instrumentarium unserer Gesetze angehen. Und da gibt es keine Notwendigkeit einer Erweiterung strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Sicht. Und es gibt auch eine ganz klare politische Antwort. Wir brauchen keine zusätzlichen Dirty Campaigning-Paragraphen, wenn sich SPÖ und ÖVP schlicht und einfach an die Grundnormen politischer Anständigkeit und Fairness halten. Wenn eine Partei wild entschlossen ist, den Wahlkampf mit Schmutzkübeln zu bestreiten, dann wird sie kein Gesetz der Welt daran hindern können. Ich halte es für vollkommen gerechtfertigt, dass man gegen ganz konkrete Affären auch gerichtlich vorgeht, insbesondere zivilrechtlich.